Mein Name ist Manfred Drüger und ich möchte an dieser Stelle das Thema in Obhutnahmen von Kindern durch das Deutsche Jugendamt wieder ansprechen. Es geht hier um Kindesentzug durch das Deutsche Jugendamt. Denn gerade die schwachen Menschen werden durch diesen Staat nicht geschützt. Denn gerade bei den schwachen Menschen, bei den sozial schwachen Menschen, hat das Jugendamt alle Möglichkeiten zuzuschlagen und die Kinder wegzunehmen. Denn diese Menschen können sich in der Regel nicht wehren. Sie haben nicht die Möglichkeiten und sie haben auch nicht die Beziehungen zu den Menschen, die ihnen helfen können. Und das ist eigentlich das Perverse an diesem System. Deshalb bin auch ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen, denn es geht um unsere Kinder. Denn es geht um die Kinder in diesem Land. Im Jahr 2012 wurden 40.000 Kinder durch deutsche Jugendämter in Obhut genommen. Wir haben hier jährlich eine Steigerung von 10% und es geht mittlerweile in erster Linie um wirtschaftliche Interessen. Es geht um Arbeitsplätze und nicht mehr um das Kindeswohl. Es geht nicht mehr um das Kindeswohl. Ich bin selbst ein betroffener Vater, der seine kleinen Zwillingstöchter nur noch unter Aufsicht zählen darf, seit 2,5 Jahren, alle 14 Tage, 2 Stunden. Und ich kenne sehr, sehr viele betroffene Väter und auch betroffene Mütter. Und dieses Thema wird von den deutschen Medien totgeschwiegen. Es wird nicht drüber geredet. Und hier dreht es sich um systematisches Elend. Und das möchte ich an dieser Stelle ansprechen, denn hier hat Deutschland erheblichen Handlungsbedarf. Deutschland ist das kinderfeindlichste Land in Europa. Deutschland hat die schlechteste Geburtenrate, die niedrigste Geburtenrate mit 1,36. Genau, es geht noch auf beim Bildungssystem weiter, also man könnte hier noch fortfahren. Und ich denke, es geht hier einfach um die deutsche Familienpolitik, dass endlich in diesem Land eine menschliche, gerechte Familienpolitik eingeführt wird. Das heißt, Gleichstellung von Vater und Mutter. Gleichstellung von Vater und Mutter. Schluss mit dieser staatlichen Familienzerstörung. Schluss mit dieser staatlichen Familienzerstörung. Und wie wir wissen, konnte Herr Gustl-Mollat aus der Psychiatrie befreit werden. Und auch dieses System ist menschenverachtend und das geschieht alles mitten in Deutschland. Es wird nicht darüber berichtet, es wird gelogen und vertuscht. Und das möchte ich auch an dieser Stelle ansprechen, dass wir in diesem Land es einfach mit einer Justiz zu tun haben, die mittlerweile von kriminellen und korrupten Strukturen unterwandert ist. Das Ganze gilt auch für das Jugendamt. Es wird hier, auch mir wurde eine Kindeswohlgefährdung angehängt. Ich weiß nicht warum. Und um diese Sache wasserdicht zu machen, werden systematische Falschgutachten erstellt. Systematische Falschgutachten, um die Sache vor Gericht wasserdicht zu machen. Die Richter sind immer auf der Seite des Jugendamtes. Und ich denke, dieses Thema muss endlich durch die Politik angepackt werden. Es wird weiterhin gelogen und vertuscht. Ich hoffe, dass endlich Deutschland Druck durch das Ausland bekommt, dass dieser Missstand behoben werden muss. Dankeschön. Ja, Rechtsfreiheit wird uns das Grundeinkommen bringen, den Familien und den Kindern. Das wäre fantastisch, wenn nicht mehr Unterhaltsstreitigkeiten dann Teil von Trennungen wären. Und ja, das, was du alles äußerst, ist natürlich irgendwo Auswirkung des kapitalistischen Systems, irgendwie an Geld zu kommen, Geld zu generieren, Einkommen zu generieren. Und ja, wenn das System so weit runter ist, wie es bei uns langsam ist, dann macht man auch vor Kindern und Schwachen keinen Halt mehr und nutzt jede Möglichkeit.